Herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 14. Ich muss mich jetzt direkt hier in dieser dritten Folge mal entschuldigen für die ersten beiden Folgen. Da war leider die Tonqualität etwas schlecht. Ich habe mittlerweile mein Mikrofon hochgedreht und habe auch die Hintergrundmusik nochmal ein bisschen runtergedreht, was ich eigentlich jetzt nochmal machen könnte, um das Ganze nochmal zu überprüfen. Wo haben wir es denn? Autosave, ja, ist das gerade toll. Wo war es denn nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ah, da, Sound of Tone. Dann stellen wir doch einfach mal die Lautstärke der Menümusik nochmal etwas runter. Und dadurch, dass ich jetzt auch mein Mikrofon hochgedreht habe, dürfte jetzt eigentlich alles paletti sein und man dürfte mich jetzt auch wieder verstehen, im Gegensatz zu den ersten beiden Videos. Ein neuer Hintergrund ist verfügbar. Das ist ja toll. Den müssen wir direkt ausprobieren. Hier. Schauen wir mal. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Ich persönlich präferiere aber einen anderen Hintergrund. Und den werde ich jetzt noch einschalten. Und zwar den hier. Trainingslager beginnt heute. Ja, die sind nach Herzlake gefahren. Und der Paul Ehmann, der hat sich verletzt. Ein Jochbein. Das ist natürlich nicht so gesund. Scouting abgeschlossen. Der Scout Alfred Brott hat seine Beobachtung von Erik Maxim Schobomutting abgeschlossen. Schauen wir doch mal in die Scoutliste. Erik Maxim Schobomutting. Vertrag. Kaufangebot. Ablösesumme machen wir auf 5 Millionen. Zeitpunktwechsel sofort. Pro Ligaspiel zahlen wir ihm mal 50. 1000, zack, für die ersten Spiele, keine Ahnung, für die ersten 10 Spiele, und dann kriegt er eben halt einen Liga-Bonus von 75.000, nach 10 Spielen. Vorprämie kriegt er auch von 20 Euro, nein, von 20.000 Euro. Noch Aufstieg, erst in das Spiel Anteil am nächsten Verkauf. Nein, Rückkaufoption. Ach, mal 5. Millionen. Direktes Wiederverleihen? Nein. Angebot unterbreiten. Oh, Mann, ich will ihn noch haben. Ja, ist ja schon gut. Kann ich da kein Leihangebot machen? Gehen wir ganz gerne ausleihen von Mainz. Vertrag, Transfervorbereitung. Ja, die kann ich ja mal machen. Transfervorbereitung. Den Spieler loben, ja. Erstmal die den Spieler. So, und jetzt gehen wir auch mal in den Kalender und machen direkt mal einen Pressetermin irgendwo klar. Hier direkt nach dem Laktattest. PR-Presse, mache ich einfach mal Charity-Gala, nein, Fanclub-Treffen, Sponsorentag, Tag der Jugend, ich glaube, ich mache mal eine Autogrammstunde, ja, nein, ich will nicht simulieren, Teamgeist, nö, Mannschaft, Freundschaftsspiel, Probetraining-Tag, PR-Presse, Sponsorentag, Tag der Jugend, lalalala. Privater Bereich, mal schauen. Keine Platzreife, Anfänger. Ich glaube, ich soll Golf spielen gehen, wenn ich das richtig verstehe. Sie gehen mit ihren Freunden Golf spielen. Das ist toll, das tun wir jetzt direkt nochmal. Wenn Sie Golf spielen lernen, können Sie Ihre Beziehung zu Präsidenten und Kollegen verbessern. Ja, dann gehen wir Golf spielen, habe ich ja schon gesagt. Scouts haben nichts zu tun, ja, leckt mich am Arsch.
wir simulieren jetzt erstmal wieder ein paar Tage, denn wir haben erst den 4. Juli. Also ist noch ganz früh in der Saison. Da können wir ruhig noch mal ein bisschen was hier vorspulen, simulieren. Das wäre sowieso immer wieder. Ja, was passiert hier jetzt so Tolles? Ja. Man kann vielleicht so ein bisschen was erahnen. Also dieses Spiel besteht viel aus diesen Simulationsszenen. Und man muss sich halt zwischendurch um seinen Verein kümmern. Und ich sage schon mal direkt, ich werde keine 3D-Simulation von den Spielen zeigen. Erik Maxim Furunti vom SV 1:5 ist der neue Lieblingsspieler von Sozusor selber. Ja, das ist toll. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber egal, wir hatten heute Geburtstag. Fabian Hermanns, toll. Und Joachim Bitter vom Erbeckum. Und Daniel Dahm von Hönnepel Niedermörmter, das ist ja cool. Ja. Dann machen wir doch direkt mal weiter. Dankeschön, lieber Kicker. Ich könnte euch eigentlich in den Arsch treten, aber egal. Kontostand 43 Millionen. So, jetzt sind wir mal wieder zurück. Mannschaft, Training, können härter trainieren. Mannschaft wirkt frisch und ausgeruht. Ja, das sollen sie doch auch, mein Gott. Mentaltrainer, hier, komm. Ja, hier, zack. So. Dann gehe ich mal einmal hier auf zurück. So, Verein. Das ist eigentlich auch total interessant. Karriere. Wenn Sie segeln lernen, kann es positiv auf Ihre Beziehungen zum Präsidenten auswirken. Das ist natürlich auch schön. Fein. Manager, ein silberner Stern. Vorstand, 2 goldene Sterne. Stadion, 5 goldene Sterne. Mitarbeiter, 4 goldene Sterne. Lalalala. Transfers, 1 silberner Stern. Ja. Saisonziele. Qualifikation, Meisterliga, Halbfinale qualifiziert. Nächster Gegner, erste Runde Münster. Achtelfinale, Meisterliga qualifiziert. Auslosung steht an. NV qualifiziert, nächster Gegner. Finale, FC Bayern. So. Wochenablauf starten. Wir gehen in die nächste Woche. Oh, hat sich Martin Angler. Komm, gehen wir doch. Ich finde das auch für schön, dass man hier trotzdem so rumklicken kann. Hier, Gerüchteküche, das ist nicht. Rot-Weiß-Aalen hat Interesse an Lasse Strauß. Toll. Robin Himmelmann zum TSV 68 München. I don't know, wer ist Bibel A. Who is Bibel A. Nicht wer. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß weder, wo die sind, noch wer die sind. Also von daher, das ist wunderschön, dass jetzt gerade mitten in der Aufnahme ein Autosave durchgeführt werden muss, aber egal. Spannende Themen hier in diesem Let's Play. Ach ja, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Das kann ich immer gebrauchen, denn ich bin einfach so ein Mensch. Ich sitze so in so einem Let's Play, gucke auf diesen Bildschirm und denke mir so, Fanbeliebtheit 98 von 100, Medien 13 von 20, Sponsoren 15 von 20, Präsident sportlich 14 von 20, Präsident Finanzen 15 von 20 und denke mir dann so, ja, ne, geht schon so, aber irgendwas muss deinen Zuschauern doch auch bieten, weil auf Dauer ist das doch nicht spannend, wenn ich hier auch mal so ein bisschen rumscrolle, wenn es überhaupt geht. Ah, deshalb geht's gar eben nicht. Wir sind jetzt beim TSV Salmrohr zu Gast irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und wir legen los mit einer Aufstellung Durm. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Großkreuz jetzt gerade mal hier im ersten Testspiel. Oh, wobei, erstes Testspiel, ja komm, dann lassen wir mal Durm. Können ja auch wechseln. So, Spiel starten. Und zwar werde ich das Ganze so machen. Ich werde keine Videotext, ich werde den Textmodus nehmen. Könnte ich jetzt weitere Teams auch noch gucken. Aber ich nehme den Textmodus ganz einfach deshalb, weil das 3D-Spiel zu aufwendig ist, weil das einfach erstens zu lange dauert und zweitens zu aufwendig zum Simulieren ist. Das schafft tatsächlich mein Computer nicht ganz so gut.
auch wenn das Spiel ansonsten sehr flüssig läuft. Videotext ist ein bisschen einsam, kann ich aber auch mal zeigen. Ach komm, hier, erstes Testspiel, da machen wir jetzt mal Tabus. Ich glaube, ich zeige jetzt einfach mal alles. Wir machen jetzt einfach mal im ersten Testspiel, machen wir mal eine Sofortberechnung. Und ich sage, heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. So. Und man sieht, es wird ganz schnell Robert Lewandowski vor Jakub Blaschikowski. Steht schon 4-0, gelbe Karte für Blaschikowski ab für die erste Halbzeit. So, jetzt kann ich hier tatsächlich nochmal wechseln. Ich bringe jetzt einfach mal Sokratis für Subotic. Und Aubameyang für Blaschikowski. Und ich bringe nochmal Schieber für Gündogan. Ach komm, ich habe noch 4 Wechsel, Alter. Ich will nochmal Großkreuz für Durm bringen. Und Hofmann für Bender. So. So. 5 Wechsel auf einmal und dann geht's hier richtig gut los. Also man sieht, es ist einfach Spannung pur. Und Robert Lewandowski trifft zum 6-0. Boah, Alter. Die haben wir platt gemacht. Ach so, Alexander Kehl vom Gegner hat ein Eigentor gemacht. 5-0. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. 69. Okay, was, schon fertig? Ja. So. Das war das 6-0 gegen den MSV Salmrohr. Robert Lewandowski natürlich mit 3 Toren eindeutig bester Spieler heute. Eine Vorlage von Kevin Großkreuz gab's. Schieber jetzt nicht wirklich effektiv. Aubameyang, naja, auch nicht so. Ja, Blaschikowski soll noch ganz gut gewesen sein, Gündogan und auch Durm. Ja, hätte ich mal vielleicht mal auf die Spielernote achten sollen, weil Reus war heute nicht ganz so dolle. 100%, das ist wunderschön. Ich habe trotzdem keine Ansprachenpunkte gewonnen, das ist super. Statusbereich, Training von S.Essen beobachtet. Aha. Alle Spieler spielberechtigt, das ist gut. Das ist nämlich die Spielberechtigung für Dingens, für die Champions League. In die Dortmund ja hier Gott sei Dank vorweg schon eingezogen ist, weil die letzte Saison hier zwischengegangen, weil die letzte Saison, die Ergebnisse der letzten Saison ja auch eingespeichert sind. Jetzt geht's gegen Engers im Neuwied-Stadion irgendwo an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und ich denke mal, diesmal starten wir mal mit einer leicht veränderten Aufstellung. Ich schiebe jetzt einfach mal Schieber schon mal direkt rein für Lewandowski und bringe Aubameyang für Blaschikowski und möchte einfach mal sehen, was jetzt passiert in diesem Spiel. Spiel starten und am Sonntag gehen wir erstmal zurück in das ganz normale Menü und schauen dann mal, was passiert. Da wir ja jetzt gerade eben die Sofortberechnung schon hatten, zeige ich jetzt einfach mal den Videotext. Wie gesagt, das 3D-Spiel kann ich leider während der Aufnahme nicht zeigen. Es tut mir leid, weil es einfach dann doch zu viele Ressourcen sind. Die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis erzielen. Und nach diesem Spiel machen wir auch auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause. Denn ich denke, 2 Spiele hier so schön simuliert. Ich kann auch hier noch ein bisschen schneller schalten, dann geht es hier noch zügiger vorwärts. Aber ich denke, das reicht hier an Geschwindigkeit oder wie ja schön. Noch einen Tacken schneller hier, 45 Minuten, bisher war nicht viel los, deswegen bringe ich nur mal Sokratis für Subotic, ich bringe Großkreuz für Durm, Blaschikowski für Aubameyang und ich bringe Lewandowski diesmal für Gündogan. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass ich das jetzt so mache. Und ich bringe Jonas Hofmann für Bender, damit wir jetzt mit 2 Stürmern vorne spielen und einer quasi so als falsche 9 versetzt hinter dem anderen. Es würde mich nicht wundern, wenn das hier trotzdem 0-0 ausgeht. Ah, da kommt schon das 1-0. Hier, Robert Lewandowski, Vorlage Julian Schieber. Ich sag doch, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man 2 Stürmern spielt. Und jetzt haben wir das Spiel 1-0 gewonnen. Das ist zwar nicht wirklich gut, aber immerhin. Und es zeigt, dass Julian Schieber auch was machen kann. Und dass Robert Lewandowski mit einer 2,5 der beste Spieler bei mir auf dem Feld ist. Das ist jetzt nicht wirklich gerade gut und deshalb gehe ich jetzt einfach mal in die Pause mit diesem Bild und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!